Schritt für Schritt, immer vor den anderen Schritt, immer ran, was geht. 1, 2, 3, los, Leute. Ich bin der Vorbote vom Minenarbeit YouTube-Kanal und begrüße euch recht herzlich zu dieser, was weiß ich, Minecraft-Sendung hier. Wir haben viel zu tun, hier und da, ne, Schritt für Schritt. Und deswegen geht's jetzt direkt weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt eine schöne Zeit. Zack. Das geht mal wieder hier raus. Das haben wir beim letzten Mal gebaut hier. Sieht schon ziemlich urig aus, finde ich. Hier muss es halt irgendwie weiter und auch runter gehen. Was wir jetzt leider machen müssen, ist mal wieder ein bisschen ja, Delirium. Ja, wir gehen jetzt wieder ins Delirium. Diesmal Holzdelirium, Steindelirium haben wir schon hinter uns. Eisendelirium hätte ich ganz gerne mal, aber passiert halt nicht. Wir finden kein Eisen. Wir müssen hier wirklich wie in der Steinzeit hausen. Aber das tun wir ja gerne. Also ich jedenfalls, ich finde das gar nicht verkehrt. Es ist so richtig urtümlich, wer hätte das gedacht, obwohl wir uns auf der ja aktuell neuesten Minecraft-Vollversion befinden, der 1.18.2. Ohne Mods, ohne Texture Pack, ohne alles, ohne was geht und einfach losgespielt. Schöne Sache das. Ich brauche Holz, ich habe kein Holz mehr. Rohholz vor allem, ne? Nicht nur zu verkleiden, auch einfach so, wir brauchen Leitern. Ah, und wenn ihr gut aufgepasst habt in der letzten Folge, wisst ihr auch, warum. Da habe ich mich am Ende der Folge, ist mir da nochmal eine kleine Idee gekommen. Und für die bräuchte ich mal ein paar Leitern. Ja, einmal, um hier auch mal irgendwie besser hochzukommen an der Mauer. Das ist jetzt nicht mehr wichtig, ne? Weil wir hier auch irgendwann dann einen schönen Weg anlegen werden. Nee, aber wir wollen da vorne noch so ein Torhaus bauen und da hatte ich so die Idee, das ganz eng zu bauen, mit einer Leiter dann da hoch zu klettern, aber Leitern müsste ich halt jetzt mal herstellen. Und ist mir aufgefallen, dass wir das ganze Rohholz, was wir hatten, haben wir natürlich verbrannt, zu Holzkohle gemacht. Ach komm, so ein paar Birken nehmen wir ruhig auch mal wieder mit. Vom Birkenholz sind wir etwas weg. Zwar schön, weil es hier in der Gegend wächst, aber ist ja, hat sich doch nicht so durchgesetzt jetzt in unserem Projekt, was wir hier haben. Ist eine kleine Burganlage, die so langsam vor sich hin wächst und uns ein schönes Zuhause sein soll. So, Birkenwald, toll. Der ist eigentlich ganz schön hier, ne? Möchte man dann gar nicht so niederwalzen. Holen wir jetzt erstmal die Eichen hier raus. Die Eichen müssen weichen und dann sollte das auch gleich reichen. Dann können wir nämlich wieder zurückschleichen in unsere Burg und da vielleicht mal in dem Torhaus ruhig arbeiten. Steine haben wir genug. Das sollte kein Problem sein. So, und das ist auch gut. Ich quäle euch jetzt nicht weiter. Ich weiß auch nicht, ob ihr das überhaupt schlimm findet. Ich bilde mir das immer ein, dass ihr das total langweilig findet, wenn man hier so Holz hackt die ganze Zeit, ne? Aber ich versuche es ja immer, dass man es eben nicht die ganze Zeit macht. Abgesehen jetzt von der Steindeliriumsfolge. Ja, da wollte ich euch halt auch mal ein bisschen ärgern. Muss auch mal sein. Die YouTube-Zuschauer müssen auch immer mal ein bisschen geärgert werden. Damit ihr nicht einpennt. Na, so, komm. Stehen mir doch so viele Bäume noch im Weg. Da kann ich nicht dran vorbeilaufen. Wenn ich einmal die Axt in der Hand halte, ja, dann geht es hier munter zur Sache. Ja, Essen haben wir auch erstaunlich viel noch. Also ich habe noch, ja, einmal habe ich, glaube ich, erst gekocht. Und zwar damals noch im Livestream, wo hier das alles so startete. Seitdem habe ich gar nicht mehr irgendwas gekocht. Komisch, ne? Äpfel hätte ich jetzt mal einsammeln können. Ich denke mal, dass da jetzt einige Äpfel runtergefallen sind. Komm, eine kleine Tour noch mal eben wegen der Äpfel. Wir wollen ja nichts verschwenden. Das soll man sowieso nicht machen. Ich hoffe, ihr seid da auch vernünftig und verschwendet auch nicht so viel zu Hause bei euch im Real Life. Ne, das muss ja jetzt ja auch mal sein. Ein paar ernste Worte. Blumen sind auch gut. Blumen sind sehr schön. Ah, wir könnten auch mal wieder ein paar Knochen haben wir ja schon. Ne? Komme ich gerade auf eine Idee, dass wir vielleicht mal ein paar wilde Felder hier anlegen, hier auf unseren Grünstreifen, ne? Dass das nicht so geleckt aussieht, sondern mal so richtig schön naturell, so wie hier. Das ist cool, das lasse ich so.
Das bleibt so. Hier, das ist nicht gut. Das ist doof. Aber das ist schön. Zack, zack, zack. Das ist die besagte Stelle hier oben, wo ich irgendwie so einen Turm hinbauen möchte. Bringt jetzt nichts, wenn ich... ein paar Steine brauchen wir noch. Ein paar Leitern vor allem. Jetzt machen wir erstmal Leitern. So übertrieben, dass ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Warum habe ich denn immer noch das komische, verrottete Fleisch bei mir? Wir brauchen Mülleimer, ja? Für Mülleimer bräuchte ich aber vielleicht Lava. Es sei denn, wir machen das wie ganz früher. Da habe ich so überflüssige Stacks immer einfach ins Meer geschmissen. Hatte ich eine gute Stelle am Meer. So, hier kann das Rohholz hin. Und dann habe ich da einfach mal, das können wir jetzt hier auch lassen. Ich habe genug Stöcke produziert. Und da haben wir wirklich von der Klippe aus praktisch die ganzen Stacks schön weit ins Meer geschmissen. Das ist richtig schön, ne? Damit man da nicht immer, muss an einer Stelle sein, wo man nicht lang läuft. Ganz einfach. Weil man das sonst immer wieder aufsammeln würde. Ah, das erinnere ich mich noch, das war ganz am Anfang. Bis man dann irgendwann Lava hatte, da hat man sich solche Mülleimer gebaut. Ah, erstmal eine ganze Menge, aber wir brauchen jetzt auch nicht so unglaublich viel. So, die Leitern sortiere ich mal hier vorne ein, in dieser Kiste. Sind ja auch so ein bisschen mit Funktion. Die Stöcke passen da jetzt auch mal ganz gut dazu. Und ich glaube, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr von dem. Und vielleicht auch mehr von dem. Einfach mal so. Und dann mal gucken, wo es uns hinführt. Ja, weil man hat halt wenig Material zur Verfügung. Man muss dann dementsprechend immer mal schauen, dass man das schön abstimmt mit wenig irgendwie ganz hübsche Sachen erreichen. Hier käme, ach komm, mach mal noch mal, bauen wir noch so eine Reihe rauf. So. Vielleicht, oh ja, auf der einen Seite machen wir da ein Fenster rein. Da kann da jemand drin stehen und mal gucken, wer die Treppe rauf und runter geht. Ne? Leute überwachen. Leute müssen immer überwacht werden. Genau wie wir. So. Zack, zack. Diese Stellen hier auch nochmal ausgleichen. Ja, viel Arbeit. So ein kleines Projekt. Ne? Aber es gibt die ganze Zeit jede Menge zu tun. Das ist schön. Das ist schön, das ist schön. Ja, da machen wir da aber noch eine Reihe drauf. Ne? Und jetzt stelle ich mich mal hier eben hier vor. Kletter hier drauf und dann kann ich das nämlich von hier aus erledigen. Das ist das Schöne, wenn man so klein und fein baut. Da kann man überall ran, ne? Oder doch nicht. So. Ja, das reicht noch nicht von der Höhe. Da sollten wir ruhig noch ein bisschen was drauf tun. Jetzt vielleicht nochmal drei. Machen wir wieder von außen, das ist besser. Komm, hier bauen wir uns ein schönes Arbeitsgerüst hin. Hier eine Aussparung für ein Fenster. Ganz spontan mache ich das jetzt hier. Ist kein großer Plan hinter. Ich überlege mir nur, dass es da nicht so dunkel drin ist, dann könnte da eine Fackel drin stehen, richtig. Und auch meine Arbeitsplattform mache ich jetzt mal etwas besser, dass das ein bisschen einfacher ist, hier lang zu hüppeln. Die Lücke über der Kerze hier, über dem, hier ich mit meiner Kerze, Fackel. Die lasse ich etwas höher. Ich mag das nicht, wenn da der Stein direkt über dem Feuer ist. Ne? Machen wir lieber noch einen Halbstein rein. Alles klar, Kinders. So, ja. Seid ihr einverstanden? Noch eine Reihe, ne? Und jetzt natürlich auch zu. Da ist ja schon alles erledigt. Hups. Ja, dann gucken wir mal. Wie kommen wir denn oben jetzt? Habe ich überhaupt irgendwie nur aus dem Material mal? Komm, das machen wir eben fertig. Was soll's, wir laufen mal eben runter. Das ist immer ein bisschen relativ weit. Oh, ich bin auch relativ weit von meinem Mikrofon weg. Guck mal, ich muss mal ein bisschen mehr hier Sorgfalt walten lassen. Ihr wollt mich schließlich auch hören, ne? Gehe ich jetzt mal von aus, oder? Wehe, wenn nicht. Bin ich auch beleidigt jetzt.
Ja, man weiß das auch nie. Ne? Soll man jetzt viel quasseln, weniger quasseln? Vielleicht mache ich mal eine Folge, wo ich gar nichts sage. Nur so am Anfang, hallo Leute, ne? Ich spiele jetzt Minecraft. Und dann sage ich nichts mehr. Am Ende dann, ja, danke, ne, fürs Zuschauen. Schaltet bloß nicht wieder ein. So, guck mal. Das ist schön. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Slabs wollten wir eigentlich nur machen, die ich immer Halbsteine nenne, wenn ich dran denke. So, guck. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, mit den Steinen halt, mit den Halbsteinen halt noch ein bisschen mehr zu machen oben. Weil wir brauchen oben noch so eine kleine Plattform und so einen Übergang. Ne? Das wird knapp, aber wir gucken uns das mal in aller Ruhe an. Gehen das. Alles ist gut. Ist alles gut. Doch. Ne? Guck mal, da soll jetzt das ein bisschen kleiner werden, das Fenster so. Ne? Ich finde es irgendwie ganz lustig. Auch hier könnte man dann schon den Übergang machen, in der Höhe, wo der Koppelstein anfängt. Da sollten wir vielleicht, ja, natürlich nicht genug dabei. Sekunde. Ja, so ist das halt, wenn man das ganz spontan hier angeht. Dann ist das auch mal so, dass man hin und her rennen muss. Da glaubt man, dass man alles, dass man es wieder alle beisammen hat. Allerdings ist es dann nicht so. Jetzt hatte ich natürlich eine Idee mit dieser Treppe hier, das so zu machen, ne? Aber ja, mal gucken, aber ich denke, das geht schon. Ja, das war jetzt natürlich wieder peinlich. Ihr kennt diese Momente. Plopp. Und ja, da oben nochmal ran. So. Da drüber würde ich jetzt, sieht man jetzt natürlich nicht. Aber hier könnte man natürlich auch nochmal vielleicht eine Reihe Holz zwischentun. Obwohl, es sollte jetzt auch nicht so dick werden. Vielleicht einfach nur eine Reihe von den Schönstein-Ziegel-Slabs. Egal, kann ich jetzt sowieso nicht so beurteilen. Muss ich nochmal von außen sehen. Aber jetzt bauen wir innen mal die Leiter rein, dass wir da auch hochkommen. Guck mal. Gut, ich baue jetzt hier mal eine Reihe rum. Dann verbinden sich natürlich diese beiden Türme. Ob das allerdings schlimm ist, ist ja eine andere Frage. Ist ja wahrscheinlich gar nicht schlimm. Wahrscheinlich ist das sogar sehr gut. Das sieht etwas kolossaler aus und wir müssen halt sowieso damit leben, weil wir nicht mehr Platz haben. Ich dachte halt, man hätte hier oben, ja, das sieht doch gut aus. Komm, das ist doch okay. Man hätte hier oben jetzt, Moment, eben noch so eine schöne Plattform. So, jetzt noch einmal rum. So hat man dann eben auch etwas Platz noch für ein, ja, so ein Geländer da oben. Und ich denke mal, dann nehmen wir auch wieder ein anderes Material. Jetzt nicht die Mauer. Die Mauern sind zwar sehr cool, aber nicht, wenn sowieso schon die ganze Zeit so Koppelstein ringsherum ist. So, dann hat man hier einen schönen Eingang. Das machen wir alles wieder weg. Jetzt brauchen wir einige von den Zäunen, möglichst aber in dem dunklen Material, da glaube ich, wird das schon ein bisschen knapp mit unserer Menge, die wir zur Verfügung haben. Ich schaue einfach mal. Ich habe ja auch noch eine andere Idee. Noch ein bisschen mehr Variante da reinbringen. Ne? Und zwar stellen wir jetzt erstmal auf die Ecken mal jeweils so einen doppelten Pfeiler. Und dann habe ich noch ein paar Zäune hergestellt. Das war alles, was jetzt ging, auf die Schnelle. Und das können wir jetzt so in den Zwischenraum auffüllen. Das ist ja auch okay. Ich glaube, man kann ja hier durchfallen. Ne? Kann man? Ja. Ah. Okay. Ja, wie ich immer so schön sage, Versuch macht klug. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Ne? Und dann haben wir das hier schön befestigt. Das soll natürlich so gemacht werden, dass hier oben noch ein paar
Fackeln drauf kommen. Ich habe es jetzt auch mal richtig gesagt. Ja, und das ist jetzt sehr schön, weil es ist jetzt dunkel und am Regnen. Und wir sehen, dass es aber eigentlich hell genug hier oben auf unserem Aussichtsposten ist. Der ist sehr schön, den möchten wir uns natürlich nur noch mal eben bei Tageslicht anschauen. Von außen, wenn es geht. Ja, das ist die eine Seite, noch vom Innenbereich hier. Und dann gucken wir mal, dass dann hier, kommt man ja praktisch so an. Da steht man vor diesem Klotz. Oh, da sehen wir aber auch sofort, dass wir hier außen ruhig noch ein paar Verzierungen anbringen können. Natürlich könnte man den auch immer noch später mal mit Ranken bewachsen lassen. Allerdings denke ich mir, ja, diese hohen, glatten Wände sind jetzt so ein wenig komisch. Hier kommt zunächst erstmal ein Lichtschacht rein, wie wir den schon mal da unten irgendwo gebaut haben an der Mauer. Das ist immer ganz gut. Ja, nehmen wir ruhig mal diese anderen Steine. Haben wir da unten ja auch gemacht. So, das ist jetzt, hier haben wir da eine Tür und da haben wir halt so ein Fensterchen. Und dann könnten wir hier verschiedene Dinge anbringen. Man könnte vielleicht auch mal ganz was Simples machen. Und zwar mit so Trapdoors irgendwie was verzieren. Oder hier nochmal einen Holzbalken durchlegen. Da oben diese Stelle könnte man vielleicht aus Holz mal machen. Das sieht bestimmt auch gar nicht so schlecht aus. Da brauche ich einfach nur ganz normale Holzdinger und hier nochmal so Stufen. Da muss ich mal gucken, was mir da einfällt. Aber auch Knöpfe zum Beispiel wäre eine Idee. Ja, und das lasse ich mir noch durch den Kopf gehen. Und dann schauen wir mal, ja, wir haben ja sowieso noch einiges zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch immer noch Bock auf die nächste Folge zum Beispiel und ihr habtet auch heute Spaß. Dann lasst es mich bitte wissen. Ihr wisst schon, mit Likes und Kommentaren und sonst was. Ja, und dann schaltet beim nächsten Mal auch wieder dazu. Okay, dann wünsche ich euch was. Hat viel Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.